Es ist schon wieder Freitag. Deshalb bekommt ihr wieder 3 Filmempfehlungen von uns mit in euer Wochenende. Der erste Tipp ist seit vorletzter Woche auf Netflix zu finden und dürfte bei vielen Menschen vorbeigehen. Das wäre allerdings immens schade, denn der ist wirklich toll. Die Macher von Spider-Man A New Universe und The Lego Movie betätigen sich hier als Produzenten und herausgekommen ist ein wahnsinniger, bunter und gleichzeitig berührender Filmgenuss, der wieder einmal zeigt, dass Kreativität oft über den ein oder anderen althergebrachten Storybeat drüber trösten kann. Die Geschichte der Familie Mitchell, die den College-Start der Tochter mit einem letzten Roadtrip verbindet und plötzlich gegen wild gewordene KIs antreten muss, sprüht nur so vor tollen Ideen und es ist wirklich schade, dass wir diesen Film nicht auf der großen Leinwand erleben durften. Viele verschiedene Stile werden hier in den Mixer geworfen und herauskommt ein Smoothie des Animationsfilmgenusses. Wir machen einen Ausflug zu Amazon Prime und stellen euch einen Film vor, der mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat und wahrscheinlich deshalb im kollektiven Filmgedächtnis leider eine kleinere Rolle spielt, als er sie verdient hätte. Spike Lee inszeniert einen Bankraub. In Inside Man erleben wir ein wahres Schaulaufen. Und auch wenn der Film nicht immer ganz so clever ist, wie er es gerne wäre und Lees politische Agenda manchmal ein bisschen im Wege steht, ist das doch ein wahnsinnig intensiver Thriller mit doppeltem Boden. Die Spannung ist konstant hochgehalten. Visuell muss sich der Film vor niemandem verstecken und die Performances sind durch die Bank ausgezeichnet. Das ist ein cleveres Stück Kino, das trotz seines Mangels an großen Actionszenen eine sehr dichte Atmosphäre aufzubauen vermag. Unser dritter Tipp ist exklusiv auf Apple TV Plus zu finden. Das Gute, auch hier gibt es eine Probewoche. Also reinschauen und Wolfwalkers genießen. Der große Konkurrent von Disneys Soul in der heurigen Awardseason ist ein großartiger Film über Familie, Verpflichtungen und Schicksal geworden, der nicht nur mit absolut spektakulären Schauwerten, sondern vor allem mit einer zu Herzen gehenden Story punkten kann. Ein Märchen im traditionellen Sinn, von dem auch die älteren Zuseher sehr viel haben werden. Gerade in den ruhigen Momenten entwickelt der Film eine ungeheure Kraft und er nutzt sein Setting in der keltischen Mythologie auch perfekt aus. Wenn man wieder einmal wissen will, wie es sich anfühlt, wie ein Kind mit großen Augen eine Geschichte erzählt zu bekommen, sollte den hier nicht verpassen. Und ja, es wäre vollkommen okay gewesen, wenn das oberste Animationstreppchen bei den Oscars diesem Film gehört hätte.